Moin Leute, hier ist euer Kapi und in dieser Folge habe ich eine kleine Challenge mit Roblox Robert gemacht. Hi! Wir drehen jetzt mal an diesem Glücksrad und dann, welche Farbe der Preis hat, die dürfen wir nicht berühren. Also die Farbe dürfen wir nicht in einem Game berühren. Aber ich hoffe, es ist kein Skin. Gut, legen der wäre jetzt auch schon geil. Ne? Okay, grün. Fangen wir an. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Runde gestartet hat. Und Leute, wir sind wieder da. Ja, es ist eine geile Map. Okay, welche Farbe? Grün dürfen wir nicht berühren. Jeder hat ja 3 Leben. Siehst du mich hier? Und man hat 5 Sekunden, um mich nicht grün zu berühren. Okay. Das ist unmöglich. Okay, jeder hat 10 Leben. Immer wenn man. Nein, es ist unmöglich. Siehst du mich hier? Okay, Leute. In der ersten Challenge haben wir jetzt schon mal verloren. Das ist schon mal nicht gut. Oh, wie weit bist du? Oh, nee, ich habe eine Idee. Also, weil hier. Okay, Spieler zählen wir nicht mit, sonst ist es dermaßen unfair. Nicht die Bälle. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Nein, ich bin in diese Seitengasse, wo die Bälle sind. Ja, das ist überlebt. Ich setz kurz der lassen jetzt den Emote ein. Ich will ja nicht hier ohne Emote spielen. Batz. Gefetzt. Und Leute. Ey, Robot. Du bist so weit vor mir. Haha. Ich würde jetzt ins Ziel gehen. Oh mein Gott. Letzter. Okay, wir haben in dieser Runde kein Leben verloren. Okay, hier zählen wir das Skin mit. Es gibt halt nur einen Skin. Es gibt einen. Also mein FPS rastet gerade richtig stark aus. Alter, nein. Ich will Letzter sein. Und Leute, ich wurde rausgeschmissen. Nein. Deswegen das zweite Mal am Glücksrad. Bist du bereit? 3, 2, 1. Okay, bitte eine nicht grün oder so. Weil grün ist am meisten. So eine Marke wäre geil, weil die da gibt es nichts oft. Nein! Kein Braun. Wir dürfen keinen Braun berühren. Okay, ich habe schon eine Gruppe. Jetzt kann und Leute, wir sehen uns wieder. Nicht aus. Okay, ja. Was ist der Code? 65543. Also damit ihr mal wisst, wie es so ist, eine Gruppe zu betreten, okay? Wenn ich Stomach Guys Pro seid, dann wisst ihr, wer es geht. Ja, die Schuhe haben den Skin eigentlich noch gar nicht gesehen, weil du das gar nicht erwähnt hast. Ah gut, eine Banane, ja. Also am Ende dieses Videos zeige ich nochmal alle meine Skins und warum es sich lohnt, den Stomach Pass zu kaufen. Das hat mir Robert hat mir einen Tipp gegeben, dass ich den Stomach Pass kaufen sollte. Dann habe ich es ja auch gemacht. Ist auch echt günstig, nur für 4 Euro. Wenn man das mal mit Fortnite-Preisen oder also Roblox... Fortnite ist scheiße. Also ist Fortnite oder Roblox-Preise vergleicht, ist das sehr, sehr, sehr wenig, für was man dafür bekommt. Aber man sollte aber nicht einzelne Gems kaufen, weil sonst Verschwendung. Ich mache jetzt einen Cheat hier. Bei mir hat der Cheat nicht funktioniert. Haha. Bei mir hat der Cheat funktioniert. Der Boost-Cheat. Guck mal so. Ey! Hausverbot. Nein! Was ist so ein Extreme Lock? Ich bin runtergefallen. Ein Ball dann auf mich zu. Schaffst du es noch? Ich schaff's nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Ich bin schon im Ziel. Okay, ich schaff's nicht. Der Erster. Doch, das schaff's. Nee, ich schaff's noch. Safe. Mit dem Cheat hier. Hui. Yep. Und Leute, ich bin ein Ziel. Und diesen Regenbogen-Trill habe ich übrigens auch nur. Ich finde, beim Bananenskin passt die Banane eher. Ja. Die sind doch, glaube ich, extra fürs Bananenskin gemacht. Ich finde, der in 5 Tagen oder so weggeht, der, wo wir gerade den Stumble Pass, da ist so ein Regenbogen und den gibt es fast nirgendwo. Das ist so eine gerade Strecke, die irgendwie infinite läuft. Also die länger ist als alle anderen Footsteps. Und da in der Luft schwebt. Bitte eine geile Map. Ja, Block Dash. Let's go. Jetzt werden alle Boxen. Aber wir dürfen kein Braun berühren. Okay, das ist jetzt ultra einfach gewesen. Ja, ich mache jetzt ein bisschen auf mies. Ah. Okay, ich bin braun, also du darfst mich nicht berühren, okay? Ist das nein, klar? Nein. Sonst hast du dein Leben eliminiert. Ich bin der einzige braune Skin halt hier. Nee, noch ein anderer. Nein, noch ein anderer Bot. Den mache ich. Ey.
Ich schaff's nicht. Das war nicht gegen dich. Hast du geschafft? Nein, ich hab's nicht geschafft. Wegen dir, du bist so mies. Es war nicht wegen mir, aber guck mir bitte zu. Nein. Ich bin auch eliminiert. Nicht verlassen. Okay, wir verlassen uns. Und glaub, wir sehen uns gleich wieder, wenn eine neue Runde angeht. Das ist unsere letzte Challenge. Tschüss. Wir drehen jetzt mal noch das letzte Mal am Glücksrad. Die Werbung wird jetzt weggeblendet. Gerade am Glücksrad. Ich hoffe, es ist so eine goldene Farbe oder so ein Link. Nö, bitte lila, weil lila brauchst du unbedingt. Ja! Weil dann können wir nochmal am Glücksrad diesen Trick verraten. Okay, wir dürfen kein lila. Und jetzt verraten wir mal den Trick. Okay, ihr müsst warten, bis dieser Rusty-Robot, den er das als... Das könnte jetzt lange dauern, also wir warten jetzt nochmal ein bisschen. Und sehen uns wieder, wenn wir ihn haben. Also. Hey Leute, hier bin ich wieder und wir drehen jetzt einfach. Es dauert zu lange. Der Trick hat mir schon zweimal funktioniert. Ich hoffe, jetzt wird hier einfach ein Legendär. Ja, ein Duplikat. Ich weiß nicht, ob es ein Duplikat ist. Nein, ist es nicht. Okay, und jetzt. Das hier sind alle meine gewöhnlichen Skins. Sehr viele. Alle meine ungewöhnlichen sind eigentlich sehr wenig. Selten auch sehr, sehr viele. Und dann hier episch, das ist mein Lieblingsskin hier, den da. Und meine legendär sind 3 Skins. Ihr könnt euch nochmal die alle anschauen, macht es mal ganz langsam. Sehr meine Emotes. Dann habe ich Animationen, die alle. Also erstmal den hier. Ich will nicht so flex oder so. Ich will es nur zeigen, dass es so weit kommt. Das hier habe ich beim normalen Fest, das habe ich bekommen, das habe ich bekommen. Dann habe ich 3 Skins. Beim normalen Fest habe ich über 4 von denen hier, dann über 3 von denen hier, über 6 von denen hier. Über 5 von den epischen, plus mein Lieblingsskin, den hier, den, ja. Und dann bei dem hier habe ich den da und den hier. Und den hier habe ich mit dem Cheat gezogen. Und die habe ich auch gezogen. Ich habe den gezogen. Ich habe sehr viele Skins gezogen. Ja. Und ich benutze immer den hier. Und jetzt wird noch eine Bildschirmaufnahme von Roblox Robots Account sein. Oder auch nicht, weil die Folge ist sehr... Moin Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Thank you.